Das letzte Mal bei Dead Space. Mich raus. Flammenherz spielt. Oh, vielen Dank. 10 Minuten darf ich jetzt hier rumtollen. Bist du ein Gegner? Nein, bist du nicht, ne? Der Schatten dahinter. Oh, interessant. In die Ecke mit dir. Schäm dich. Schäme dich. Oh. Oh, ein schöner Po. So sieht man ihn. Oh ja, ein schöner Po. Knackig. Knackig, knackig. Oh, ich muss ja raus. Nicole, ich bin's. Beschwerde. 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 Ihr habt ja gesehen, was alles so bisher passiert ist. Und habt ihr ein bisschen was verpasst? Dann schaut doch mal in der Playlist nach, die ist in der Beschreibung verlinkt. Wir sind immer noch in der Intensivstation. Die ist etwas unergründlich. Jede Menge von diesen Necromorphs wollen einen ans Fleisch. Sie wollen aufspießen. Sie wollen den Kopf abhacken. Werden sie es schaffen? Oder werde ich da irgendwie rauskommen? Seht selbst. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Die Leiche war es wahrscheinlich nicht. Hallo Captain, bist du hier? Bist du hier irgendwo? Ein Waffen-Upgrade. Bringe Upgrade-Teile zur Werkbank, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern. Ah. Schön. Was Neues. Auch nicht ran. Das heißt, ich muss ja nachher nochmal alle Räume ganz genau anschauen, wenn ich zurücklaufe. Wieder so ein Raum, wo viel los ist. Oh. So, wo muss ich eigentlich hin? Ich muss hinten raus. Komme ich noch nicht hin. Textlog. Patientenbeobachtungen. Harris ist nach einer weiteren Dosis Beruhigungsmittel eingeschlafen. Ohne chemische Hilfe kann er anscheinend nicht mehr schlafen. Die meisten Menschen erliegen der Erschöpfung nach mehr als 50 Stunden nach dem Aufwachen. Unabhängig von den Umständen. Harris nicht. Seine bizarre Erklärung für die Ereignisse auf der Kolonie deutet auf die gleiche Paranoia hin, die wir auch anderswo auf dem Planeten gesehen haben. Seine Schuld steht außer Zweifel. Zwei Sicherheitsbeamte waren anwesend, als er Dr. Sciarello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Und Harris leugnete seine Taten nicht, aber zeigt keine Reue. Vielmehr besteht er darauf, dass es kein Verbrechen gab und dass Evans keine Krankenschwester war, als er sie tötete. Dies ist ein klassisches soziopathisches Verhalten, aber Harris zeigt keine anderen Symptome. Er ist umgänglich und freundlich, kann sich einfühlen und seine Meinung äußern. Wenn er jedoch zum Mord an Evans befragt wird, zieht er sich zurück und wird unkommunikativ. Er behauptet, die Erklärung stecke in seinem Kopf fest und das Sprechen darüber bringe die Botschaft durcheinander. Außerdem leidet er zeitweise unter Halluzinationen, die denen anderer Kolonisten ähneln. Während seiner langen Wachphasen schreibt Harris auf jede verfügbare Oberfläche und behauptet, dass die Träume sprechen müssen und dass er versucht, sie wieder vollkommen zu machen. Was das bedeutet, habe ich noch nicht herausgefunden. In Anbetracht der Komplexität seines Falles werde ich mich an meine Kollegen wenden.
Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt, aber ich warte eigentlich eher darauf. Dass hier irgendwann mal noch Gegner auftauchen. Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Keine Energie. Dann muss ich wohl oder übel irgendwo das finden, um dort das Ding wieder, Energie wieder hinzukriegen. Noch mit. Liegt hier noch rum. Lass mal Energie. Wichtig, wichtig, wichtig. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Möchte auch das hier haben. Nichts anderes. Bei dem anderen weiß ich schon, dass ich da noch nicht ran darf. So, hier soll ich durch. So, vielleicht muss ich die Energie mit dem Ding hier umleiten, ne? Oh, ich muss die Lichter ausmachen. Wo ist die Batterie? Okay, ich nehme den mal mit. Mir ist es eindeutig gerade zu ruhig. Ich bin ja froh, dass es ein bisschen ruhig ist, weil es könnte auch jederzeit Schlimmes kommen, ne? Aber wo verdammt ist das Ding? Nichts. Doch, hier kommt noch. Ist auch noch so ein Stab drauf, gut. Gut zu wissen. Ich muss hier eine Batterie reinstecken. Oder muss ich hier das sogar komplett abschalten? Geht das auch? Ah! Komplett abschalten. Gib mir das Ding. Ah, das ist Stase. Gut. Ah, hier ist zu viel los. Hier ist zu viel los. Ich sehe nichts.
Da ist ja noch einer. Ah! Das war's, ne? Ich hatte schon kein Leben mehr. Also wenn ich das richtig gesehen habe, waren das glaube ich 3 von den Großen und 2 von den Kleinen. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Dann machen wir das Ganze nochmal. So. 1, 2. Das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommandokrew sagt uns nicht, was los ist. Mal vorhin schon gesehen, jetzt habe ich das nicht nochmal angeguckt. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Ich wechsle dich einfach mal zum Impulsgewehr, damit kriege ich die Kleinen schneller weg. So, dann ist das hier ja Stase. Ich bewaffne mich. Das haben wir schon gelesen. Gut. Ich denke mal, dass ich jetzt alles habe, was ich verwenden kann. Oder hier ist ein Handschuh? Schade. So Klatsch, Ohrfeige. Sieht so brachial aus, aber ich glaube nicht, dass ich damit was machen kann. So, also. Gehen hierher. Schalten das aus. Schnappen uns das Ding, weil hier vorne so einer rauskam, ne? Ah, der kam erst, als ich es rausgezogen habe, ne? Hm. Ach. Stirb! Nein, 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 nein. Ich hab doch nein gesagt. Waren es doch nur 2-2? Ja, wackel mit deinem Kopf. Ja, wackel mit deinem Kopf. Oh, du kannst auch schön mit deinem Kopf wackeln. Den Stab ich nochmal nehmen? Hey, das ist immer. Der Stab ist verbraucht. So, den hatte ich doch irgendwo. Dann hier hinter. Hier. Kriegt noch was. Dann nehmen wir so ein kleines Medipack. Dann haben wir doch jetzt irgendwo hier das liegt.
So. Tür ist auf. Ja, hier drin sieht es auch nicht viel besser aus. So, und da habe ich doch 100 von dem. 19 von dem. Also ein bisschen Munition habe ich noch. Ich bin noch nicht ganz munitionslos, glücklicherweise. Trotzdem hätte ich es gern, wenn ich noch was finden würde. Ich höre Stimmen. Waffe wechseln. Wo ist er? Wir brauchen ordentlich Munition. Es ist halt immer dieses Dorfe. Kann von dem eigentlich auch was mitnehmen? Bin nicht so aus, ne? Ah, hier liegt noch ein Stab. Ich muss hier durch. Aber ich werde trotzdem erst in den Seitengang gehen. Was haben wir hier? Sicherheitsanfrage abgerufen. Sie hat mich verlassen. Es war dunkel und sie kratzten an den Wänden. Sie sind Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. Da war eine kleine Knobelaufgabe dabei. Was heißt Knobeln? Ich hätte es einfach ausführen brauchen. Licht aus, nimm den Strom weg und dann bekommst du an die Zelle. Allerdings führt das auch dazu, dass man einfach angegriffen wird von sehr vielen auf einmal. Lief gerade so gut durch, bis auf die Tode, aber ansonsten lief's ja. Beim nächsten Mal geht es noch weiter in der Intensivstation. Die ist wirklich verdammt groß. Da sehen wir, ob wir dort endlich mal rauskommen und die Aufgabe erledigen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.